Hallo und herzlich willkommen, liebe Butzer und Butzerinnen. Wir haben hier ein bisschen Resident Evil gezockt, auch sagen wir mal, im Livestream haben wir erst ein bisschen gezockt. Das ist einfach nur so ein bisschen ein Fazit von mir aus, wie ich das Spiel finde, was ich lieber nicht haben möchte und vor allem, was die, sagen wir mal, guten und die negativen Eigenschaften dieses Resident Evil sind. Wie gesagt, das ist meine Meinung, und jeder, der es anders sieht, das ist eure Meinung, das ist hier, wie gesagt, meine. Ich werde das Spiel auf jeden Fall zocken und gucken, wie das dann weiterläuft, ob ich das eher im Livestream mache oder eher, wie sagt man, im kleinen Part, so ein bisschen, jede so, sagen wir mal, 20 bis 30 Minuten lang. Das dürft ihr entscheiden. Wie gesagt, heute wie nur die Analyse, wie lange die Analyse geht, das weiß ich nicht. Das Video geht 10 Minuten, das heißt aber nicht, dass die Analyse genauso 10 Minuten geht. Ich werde die wichtigsten Sachen sagen und ja, ich würde sagen, los geht's. Das erste, was mir aufgefallen ist, wie ihr im Video seht, das mit diesen Rätseln. Die Rätsel fand ich schon immer gut. Das mit dem Inventar, okay, dass du am Anfang nur diese zwei Vierer-Stränge hast, ist zwar ein bisschen nervig. Also musst du ein bisschen ausgewogen und sagen, okay, nimmst du das jetzt mit, nimmst du das jetzt mit, was bringt dir das, was bringt dir das? Was mir aber danach aufgefallen ist, das seht ihr in dieser Szene nicht. Das ist ganz klar, man findet so sozusagen Rucksackverbesserungen oder so ein Pistolenhalfter, damit kriegst du nochmal einen dritten Strang dazu, dann ist das Inventar etwas größer. Was das Ganze, wie sagt man, etwas vereinfacht. Was noch der Fall ist, sorry, es tut mir leid, ist das mit den Bossgegnern. Ich habe, das seht ihr am Ende des Videos, also komplett durchgucken, da sind wieder Bossgegner drin. Ich spoiler mal kurz, also Spoilerwarnung. Im Ende des Videos seht ihr ein riesiges Krokodil und noch ein paar andere Wesen. Ob das zum Resident Evil Franchise gehört, das könnten wir jetzt so mal ein bisschen abwiegen. Durch den Resident Evil 1 Film, der natürlich richtig Hammer war, mit diesen großen Viechern, okay, da gab es die schon. Aber dran direkt so auf Kacke hauen, ich glaube, das muss man nicht. Man kann, muss man nicht. Ich finde, es macht das dann wieder mehr actionlastiger und ich denke mir, vom Capcom, die Firma oder die Entwickler von Resident Evil, wollten diesmal wirklich einen Horrorteil machen. Und das haben sie auch wunderbar geschafft, wie ihr seht, schön dunkel mit der Taschenlampe und die Lichtquelle ist nicht so weit, dass man alles sieht. Nur halt das, was man genau vor der Nase hat, sieht man. Und das ist auch ziemlich wichtig für dieses Spiel, dass man öfters im Dunkeln gelassen wird. So, dann noch eine positive Sache, die Zombies sehen hervorragend aus. Also sagen wir mal, dass das dann ein Remake ist oder ein wie auch immer. Ich sage mal Remake. Hat also richtig gut geklappt von der Grafik her, finde ich echt cool. Das Einzige, was mich so ein bisschen wieder stört, ist, das seht ihr gleich, die Zombies halten ziemlich viel aus. Das heißt also, guckt, dass ihr wirklich überall hingeht, so wie ich das gemacht habe am Anfang. Oben mal nachguckt, unten mal nachguckt, überall mal ein bisschen nachguckt, dass man sagen kann, okay. Du hast jetzt komplett überall nachgeguckt und du bist jetzt gewappnet für jeden Scheiß. Und das ist dann auch ziemlich wichtig, finde ich, zum Teil. Was auch nochmal die Stimmung anhebt, sind die Soundeffekte, die ihr auch hört. Ich hoffe es zumindest, dass er die hört. Ich bin davon, denke ich mal, überzeugt. Und diese Cutscene hier, die saved. Also wie gesagt, Spoilerwarnung, wer das Spiel nicht sehen möchte, bitte ausschalten.
Das war schon ziemlich nice, wie der Typ den da rauszieht. Also der Liam Kennedy den da rauszieht. Er dann aber noch geschnappt wird und dann, ja. Brustmahlzeit, sag ich jetzt mal. Ja. Also das fand ich auf jeden Fall eine der geilsten Stellen von Resident Evil. Wie gesagt, jetzt seht ihr nochmal, die Zombies halten ziemlich viel aus, muss ich sagen. Okay, das ist nur eine normale Pistole, aber ich denke mal, nach den ersten, zweiten Kopftreffer sollte das Vieh auch schon irgendwie down sein. Das war ja leider nicht der Fall. Wie gesagt, Rätsel gibt es hier. Das sieht man hier. Ich habe so ein kleines Notizbuch gefunden. Und das hilft euch halt, diese kleinen Steinplatten zu kriegen. Dadurch, dass ich das Spiel schon gesuchtet habe, im Livestream, also Link in der Beschreibung auf jeden Fall vom Livestream, ist das schon gar nicht mal so schlecht gemacht. Was mir auch noch so aufgefallen ist, diesmal können diese Zombies auch wie sagt man? Aus Türen aus Fenstern rausspringen. War schon ziemlich, also wenn du da lang gehst, auf einmal klackt da was an den Fenstern und auf einmal steht da auf einmal hinter dir der Kollege. Ist schon ziemlich übel. Wie gesagt, die Zombies halten ziemlich viel aus. Munition ist wieder, Kapazität ist wieder sehr, sehr knapp. Man kennt es. Da ist man gewählt. Willst du lieber sagen, okay, du rennst weg vor den Viechern oder tötest es halt. Was noch mir aufgefallen ist, was neu oder was ganz neu ist, ich glaube es zumindest, dass es neu ist, das sind diese Bretter, die könnt ihr vor dem Fenster nageln, das sieht ihr leider hier nicht, aber im Livestream. Das finde ich ziemlich nice gemacht. Was auch richtig cool aussieht, ist, wie gesagt, diese Extra-Szenen, wie dieser Zombie einfach versucht, nochmal ein Stück von Lean zu kriegen, war wunderbar. Ja, und hat wohl nicht so geklappt. Also, es gibt nicht viele negative Sachen, wo ich sagen würde, boah, das müsste verbessern. Es waren, wie gesagt, das Aushalten der Zombies, diese Bossgegner, die finde ich nicht, die müssen nicht sein. Es reicht, wenn ihr das auf gruselig habt. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Was auch richtig cool ist, was cool gemacht ist, diese Lichteffekte. Das seht ihr leider hier nicht, aber wie gesagt, im Livestream. Da seht ihr so eine kleine Statue und die wirft dann halt so einen Schatten. Und ihr denkt einfach, da ist einer. Und dann kommt ihr rein und da ist nur diese Statue. Und die ganze Zeit diese Geräusche. War schon ziemlich nice. Und ich würde auch sagen, das war's auch eigentlich schon. Jetzt kriegen wir noch von den Lieutenant hier das Messer, was man benutzen kann, was nicht so besonders gut ist, muss ich sagen. Also der rammt das in den Zombie rein, um den abzuwehren, und dann bleibt er auch liegen und das war's dann. Aber wie gesagt, es tötet ihn nicht, er steht wieder auf, er verfolgt euch weiter. Ja. Dann kriegt ihr, wie gesagt, das Buch zurück, was der Kollege hier nochmal ziemlich versaut hat mit seinen Blutfingern. Ja. Also ich würde sagen, mein Fazit für dieses Spiel, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich fand es richtig nice. Ich fand es von der Stimmung her richtig cool. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mein Fazit, wie gesagt, zu diesem geilen Game. Wenn ihr mehr sehen wollt von Resident Evil, einfach kommentieren. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt für YouTube streame oder aufnehme oder ob ich, sagen wir, für mich alleine es mache, und dann hat sich die Sache eigentlich. Also einfach mal einen Daumen hoch für den Part. Wenn neu ist auf dem Kanal, einfach mal ein Abo da lassen und kommentieren, ob ihr dieses Spiel sehen wollt. Wie gesagt, jetzt kriegen wir noch das Messer und damit ist auch die Demo zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Bus Gaming haut raus. Viel Spaß beim Anschauen und selber spielen. I want to find out what's happening here.
She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over soon. Let me go! I'll get you, you fucker! Yeah. Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ! Who's that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, しんどい.